Maren! Maren! Hallo, wie geht's? Ja, hallo, herzlich willkommen in der Korn bei Tom. Hallo, wie geht's? Ja, guten Morgen, hallo. Ja, Christian, guten Morgen, ja? Ja, alles geklappt, ja? Ah, der ist. Ja, Hauptbahnhof in der Korn bei Tom, ja? Ja, das ist schön, oder? Oh nein, ich bin gerade gekommen. Ja, ja, ja. Es freut mich wieder, euch zu sehen. Und nicht weit für dich, oder? Oh nein, nicht weit. Ich habe nur von Sampran hier gefahren, also nur 20 Minuten. Ja, ja, ja. Ja, gut. Und Korn bei Tom ist eine der sehr wichtigen Stadt. Ja, war der König von Bangkok ab und zu, er war hier gewesen. König Rama IV. König Rama der VI. Ja. Das ist Lieblingsort vom König. Ja. Ja. Deswegen in der Stadt findet man eine große JD. Ich zeige euch, bevor wir nach Sampran fahren. Ja? Ein großer Stupa. Ja, so, ne? Dann fahren wir da und kann auch ein Foto shoppen. So, ne? 150 Meter hoch. Ja, wir haben kein Internet, wir haben kein Telefon. Ja, kein Problem. Ja. Schaffen wir alles. Kein Problem. 15 Tage. Ja, genau, egal, egal, kein Problem. Ne? Wie wir gestern, oder? E-Mail geschrieben. Ja. Ne? Ja, so eine Tour ist es auch gut für mich, weil man muss nicht immer ab Bangkok, weißt du. Ja. Ne? Wenn alles, wenn du kennst mich schon, dann ist alles möglich. Einfach so ran, geht das? Ja. Wenn ich ja. Noch zu Hause bin, ich sage, ah, geht, ja, warum nicht? Ja, ja, mit schöner Familie. Aber du bist nicht sicher mit aussteigen, die ja. Können auch Englisch hier zum. Ja, aber man auch nicht lesen. Also. Ja, ja, man versucht immer jemanden, der das verstehen kann. Genau. Einfach nach Korn bei Tom, ja. Railway Station. Ja, ja, ne? Ja. Ja, okay, gut, ja. okay, jetzt, wie war die Tour jetzt im Süden? Ja, für dich erste Mal? Sehr schön, ja. Der hat dir gut gefallen, ja? Ja. Ah, du auch? Ja. Ah, Papa, brauch nicht fragen. Wir fragen nur die Tochter. Und du? Hast du gut gefallen? Ja. Ja? Viel geschwommen. Ah, Achtung, Achtung, jetzt kommt andere Zug. Ah, ja, ja. War erste Klasse Zug oder zweite? Zweite Klasse. Ja? Erste Klasse, glaube ich. Ja? Zweite Klasse, könnte man gut schlafen? Ja, ja. Weil ich habe gerade Ticket für jemanden aus Österreich gebucht. Die schicken immer Kunden für mich. Also Barbara, ne, ein Reisebüro. Und dann ich habe das die Kunden von Barbara. Gebucht erste Klasse. Ja. Erste Klasse Schlafwagen, ne? Schlafzug nach Surat Thani. Ja, der Preis ist ungefähr so 1000 Baht oder so. Ja, ist teuer. Wir haben 800 bezahlt für zweite Klasse, aber ist ausreichend. Ja, ja. Langes Bett und breites Bett. Ah, okay, okay. Ja, 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 ja. Kann man weiterempfehlen, also, mit dem Zugfahrt in Thailand. Ja, okay, muss also, nicht sein. Die schönen Züge sind noch Chiang Mai. Bist du von Surat Thani gefahren, oder? Surat Thani, ja. Ah, okay, okay. Ja, 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 ja. Aber die Züge nach Chiang Mai zurück sind schöner. Ah, ja, ja. Die Waggon ist neu. Ja, ganz neu. Ah, okay. Also Chiang Mai, Bangkok ist empfehlenswert. Ja. Gut, ja? Ah. Surat Thani, Bangkok. Das ist ein neues Erlebnis für dich, ja? Bei euch ist alles modern, oder? Ja, in Thailand ändert sich, ne? Ja, du sitzt jetzt dreimal in Thailand, ne? Aber manche sagen, braucht Zeit, manche sagen, ja, schnell, je nachdem. Ja, auf die Insel sieht man am meisten Veränderung. Ja, ja, ja. Wir waren auf einem Strand in Koh Phangan. Ja, ja. Der Bahnhof noch nicht. Ja, ja, ja. Das ist ein sehr großes Hotel, Anantara Hotel. Ah, Koh Phangan? Ja, über den gesamten Strand. Warst du da geschlafen? Ja, nicht geschlafen. Ah, Koh Phangan, ich war mit den Reisebüroleuten dort begleitet und dort übernachtet. Die haben geschlafen. Ein schönes Hotel, ja, Anantara, Koh Phangan, ja. Das Luxushotel. Luxus, Luxus. Ja, ja, ja. Und ja. Ziemlich neu, weil das hat es ja. Vorher noch nicht gegeben. Ja, ja, vor ein paar Jahren, ich war dort mit Reisebüroleuten ja. Ja, gewesen.
Ja, 5-Sterne-Hotel. Es gibt viele andere. Wenn mit Reisebüro-Leute, dann ich war mehrmal geschlafen. Aber wenn ich allein bin, ja, etwas günstiger. Ja. Muss man nicht 5-Sterne-Hotel, weißt du. Ja, wenn ich hier in letzter Woche irgendwo hin, wir waren im Ibis. Ibis ist 2000 Bahn. Das ist genug für unsere Familie. Mit unserem Hund. Kleiner Hund. Ja, ja. Wenn ich allein bin, junge Herberge, geht auf. Muss nicht teuer sein. Ja, das ist eine Art Reise, so wie deine Alte, weißt du. Neue Generation, dann alles was. Muss nicht Luxus, ne? Dann billig, aber du hast Geld noch was anderes noch. Ja, ja, ja. Dann kann man viel reisen, ja. Ich werde auch so machen in Europa. Muss nicht teuer sein, oder? Ja. Okay, gut, ja. Dankeschön, vielen Dank. Ja.